So, damit herzlich willkommen zu unserem Fußball mit RB Leipzig. Hey, fickt euch, Mann. Fucking Spiel, ey. Verarschen kann ich mich alleine. 5-1, ja. So haben wir auch gespielt. Jetzt hätten wir 5-1 verloren, weißt du? Es ist einfach nur behindert. Sorry, Schalke-Spiel war behindert, aber das hier setzt fast noch die Krönung drauf, ey. Das war einfach nur Slapstick-Humor vom Allerfeinsten, als wären wir so scheiße gewesen, dass wir 5-1 verlieren. Lächerlich, einfach nur lächerlich. Deswegen werde ich jetzt auch den Part relativ kurz halten. Ist mir fucking scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Karriere gerade. Ich weiß nicht, wieso es immer zum Aufnahmeende einfach nur beschissen wird. Als wüsste das Spiel, hey, der macht nur bis dahin. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass er die letzten beiden Spiele verliert. Und dann schön, ne, hier so und dann schlecht gelaunt. Ja, wunderbar. Fick dich, Junge. Fick dich, Scheißspiel. Ich werde hier nach eine Pause machen, schön was fressen. Und nach dem Fressen nehme ich Liverpool-Karriere auf. Und wenn mich dann das Fußballmanager-Spiel auch noch verarscht, dann mache ich den Computer aus und nehme für die nächsten 2 Monate keinen Fußballmanager mehr auf. Das ist mir dann fucking scheißegal. Wie gesagt, verarschen kann ich mich alleine. Dortmund 5-1 gegen RB Leipzig. Weißt du, als wären wir als Dritter so schlecht gewesen. Wir haben die am Anfang in Grund und Boden gespielt. Die machen wieder so 2 Lacktore durch Ramos. Eins aus 100 Meter Entfernung noch dazu. Dann 2, glaube ich, die relativ solide rausgespielt waren. Ich habe nicht alle Tore gesehen. Habt ihr ja gesehen in der Kamera, wo ich die zweite Halbzeit hingeguckt habe. Das war mir dann schon scheißegal, weil war eh schon alles verloren. Und ja, was soll ich da noch machen, ey? Wir waren dominant in Halbzeit 1. Dominant. Andere Ergebnisse könnt ihr euch selber angucken. Kein Bock, die vorzulesen. Die stimmen. Tja. Arschlecken, Dralala, Erzieler. Alle Torhüter gegen uns halten alle Bälle. Einfach alle Bälle. Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit. Hey, die Vorstandszufriedenheit geht direkt um 5 Punkte nach unten jetzt. Pass auf. Jetzt, Achtung, hier. Zack, 5 Punkte nach unten. Los. Oh, nur ein Punkt nach unten. Er ist ja. Preet fühlt sich unterbezahlt. Müssen wir seinen Vertrag noch verlängern. Junge, Junge. Hier, Gehaltserhöhung, zack. Jetzt müssen wir sogar um den Champions League Platz Angst haben. Ey, wegen 2 Spielen, die du nie verlieren darfst, die du eigentlich locker gewinnen musst. Aber wie gesagt, das Spiel verarscht einen ja, ne? Und jetzt, du hattest theoretisch Chancen, Meister noch zu werden, ja? Und dann wirst du so verarscht und jetzt musst du Angst haben, überhaupt in die Champions League zu kommen. Das ist einfach nur lächerlich. Ganz ehrlich, das ist lächerlich. So, Gehalt erhöht, zack. Bigger. So, jetzt habe ich es dir im Spiel gezeigt. Wow, wie viele Spieler eine Formkrise haben, ist einfach unfassbar. Nur weil der Fußballmanager einem sagt, man wäre scheiße. Das hasse ich so sehr daran. Ne? Nicht, dass man kann verlieren, ja, aber wenn man ungerecht verliert und dadurch die ganze Elf auch noch in der Formkrise ist, was sie ja nicht waren, dann finde ich das einfach nur drecksbehindert, ey. Das ist nicht zu fassen. Kotze sowas von einem Strahl, ey.
Nee. Nee, 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 nee. Bret und Mali vertragen sich wieder. Bret unterschreibt neuen Vertrag. Da ist wenigstens alles bestens. Schrauben wir also für die nächste Aufnahmesession unsere Erwartungen definitiv nach unten in den Keller. Sorgen dafür, dass wir in der Tabelle, die ich jetzt einblenden werde, wenigstens den Champions League Platz halten. Am besten noch vor Schalke 04 kommen, denn ich habe keine Lust auf die Relegation, noch mehr Spiele zu haben, als wir ohnehin schon in der Saison haben. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier dann zurechtkommen. Ja, und jetzt aktuell in der Champions League gegen Inter Mailand vielleicht noch beide Spiele irgendwie solide bestreiten, dass wir ins Halbfinale kommen. Ich glaube, das wäre ein Riesenerfolg für RB Leipzig. Dann sind wir zwar kein Meister geworden, konnten die letzte Saison nicht wirklich toppen, aber haben uns dafür internationalen Namen gemacht, würde ich sagen. Und ja, müssen aufpassen auf jeden Fall, dass Leverkusen uns nicht überholt. Die Bayern kriegen uns nicht mehr, gerade wenn sie nur unentschieden spielen. Aber wie gesagt, wir sind auch nicht in besserer Form. Unentschieden, unentschieden, Niederlage. Das Unentschieden ging, glaube ich, okay. Das gegen Schalke war totaler Bullshit. Und die Niederlage in Dortmund viel zu hoch und unberechtigt. Aber egal, wie gesagt, Meister ist Wolfsburg schon, das ist, glaube ich, jetzt jedem klar. Zweiter wird sehr wahrscheinlich Dortmund werden. Es geht darum, irgendwie an Schalke dran zu bleiben. Wir gucken mal, wer den besseren Spielplan hat. Schalke spielt als nächstes gegen Dortmund, das könnte uns helfen, weil wir gegen Freiburg ein leichtes Spiel haben, in Anführungszeichen. Danach spielen wir gegen Stuttgart, die sind auch nicht gerade gut aufgestellt. Und Schalke muss gegen Freiburg ran, das gleicht sich dann aus. Wir spielen danach gegen Düsseldorf, die relativ solide sind, und Schalke muss gegen Tabellenführer Wolfsburg, also da könnte auch wieder Punkte liegen bleiben. Ansonsten müssen wir danach zu Gladbach, da kann man immer verlieren. Wolfsburg muss gegen Schalke muss gegen Düsseldorf. Dann am 32. Spieltag treffen wir auf Leverkusen, das wird ganz wichtig werden, während Schalke auf Gladbach trifft. Also wir spielen immer zuerst und danach muss Schalke gegen die. Dann Leipzig gegen Köln und Schalke gegen Hoffenheim und am letzten Spieltag Leipzig nochmal gegen Leverkusen. What the fuck? Hatten wir nicht Leverkusen gerade oder da habe ich mich verguckt? Leipzig gegen Hamburg, okay. Und Schalke gegen Gladbach. Leipzig, Köln, Schalke, Hoffenheim und dann am letzten Spieltag Leipzig gegen Leverkusen. Wenn wir da bis dahin Schalke soweit im Zaun gehalten haben und Leverkusen an uns dran bleibt, könnte das eine richtungsweisende Partie werden. Denn Schalke hat dann mit Hamburg eine relativ einfache Aufgabe, also eine einfachere als wir, falls man das so sagen kann, wobei es im Fußball immer schwer. Ich werde auf jeden Fall speichern, den Fußballmanager beenden, mich bei euch bedanken. Ich sag ja, danke fürs Zuschauen, Freunde. Tut mir leid, dass die letzten Spiele meine, ja, vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlichen Rages gekommen sind. Aber wer mich schon länger guckt oder mich auch so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich wirklich mit Emotionen dabei bin. Und wenn ich meine, ich werde vom Spiel verarscht, und das meine ich hier sehr, und das werde ich auch beim Schneiden noch genauso meinen und auch beim Angucken vielleicht, wenn ich das irgendwann mal angucke, werde ich es immer noch so meinen. Das Spiel hat mich verarscht. Ich finde, beide Spiele darfst du eigentlich mit 6 Punkten, aus beiden Spielen darfst du 6 Punkte mitnehmen. Beide müsstest du eigentlich gewinnen. Gegen Dortmund, gut, kann man vielleicht sagen, ist ein Unentschieden noch okay, aber gegen Schalke, ey, wir haben die dominiert und Dortmund wurde auch nur vom Ziel im Spiel gehalten. Wenn wir da höher in Führung gehen, kommt Dortmund niemals so zurück. Von daher, ich bin der Meinung, 6 Punkte hätten es sein müssen. Aber gut, so ist der Fußball, gnadenlos bestraft er einen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen nochmal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Würde mich auf jeden Fall immer sehr freuen und unterstützt mich. Und ich weiß, aha, ihr mögt es trotzdem noch. Wenn ihr wollt, dass ich den Verein wechsle, dann schreibt mal in die Kommentare, welche Angebote ich eingehen sollte.
Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Part dann wieder in der nächsten Aufnahmesession. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schaut bei mir auf Facebook, auf Twitter oder auf meiner Homepage vorbei. Zudem gibt's noch meinen Games-Kanal Heel Fuck die Games. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, euren Freunden von dem Video erzählt. Also teilen oder auch in echt mal erzählen. Und ja, ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles gesagt. In der Videobeschreibung findet ihr alles weitere. Falls ihr noch Fragen habt, dann in die Kommentare schreiben. Und nun, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Heel Fuck die Games.